Das sind Schwestern. Das Zimmer meiner großen Schwester ist total interessant. Was versteckt sie hier drin? Mal sehen. Es gibt so viele Schätze. Ich will so riechen wie sie. Was ist in den Schubladen? Bingo! Ihr altes Smartphone. Ich schaue mir die Bilder an. Oh, was ist das denn? Schwesterherz, was machst du in meinem Zimmer? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du schwanger bist? Ich sag's Mom. Das verstehst du völlig falsch. Es war eine Verkleidung für eine Prüfung. Hi. Eine werdende Mom. Willkommen zur Prüfung. Mach's dir gemütlich. Ups, meine Spickzettel. Der Ultraschall hat gezeigt, dass es ein Lehrbuch ist. Oh, Rhonda. Das war meine peinliche Geschichte. Man sollte nicht schummeln. Ich dachte, du wärst eine Prinzessin in der Schule. Du trugst ein Diadem und ein Kleid. Vögel und Kaninchen halfen dir. Und wenn sie nicht helfen konnten, haben dich stattdessen tapfere Ritter gerettet. Und du hast glücklich und zufrieden gelernt. Hier sind deine Bücher, Prinzessin. Oh, danke. Du bist so edel. Für deine Tapferkeit und Selbstlosigkeit werde ich dich zum Ritter schlagen. Prinzessin Rhonda würde niemals zulassen, dass ihr jemand etwas antut. Oh, ich werde dir zeigen, wie es ist, ein Schüler zu sein, Prinzessin. Was ist das? Ist das ein lustiges Spiel? Ich bin mit dem Schießen dran. Nein, bitte nicht schießen. Komm schon. Eine Prinzessin? Ja, klar. Die mutigste Prinzessin aller Zeiten. Los, spinnt! Okay, du willst es ja nicht anders. Wir machen es auf die harte Tour. Ein bisschen Sprengstoff. Oh, schon besser. Und das bin ich im Klassenzimmer. Schon wieder. Und noch ein Klassenzimmer. Ich bin sehr schlau. Also habe ich fleißig gelernt. Na klar, ich weiß ja, wie schlau du bist. Der beste Weg, die Biologieprüfung zu bestehen, ist, sich wie ein Tier zu verhalten. Ein Walross weiß, wie die Welt funktioniert. Hier ist der Test. Danke. Haha, sehr witzig. Ich war ein beliebtes Mädchen in der Schule und alle liebten mich. Hi. Wow, sie ist es. Na hallo. Ich liebe dich, Göttin. Nicht schon wieder dieser Nerd. Rhonda, du hast alles mit Bravour gemeistert. Wer ist das? Oh, das ist Zinn. Meine unerwiderte Liebe. Oh, Zinn. Es war Liebe auf den ersten Blick. Aber er hat mich nicht bemerkt. Ich musste mir etwas einfallen lassen. Ich habe einen Liebestrank für Zinn gemacht. Ups, zu viel. Oh, er kommt. Das war ein toller Plan, bis der Streber Barney anfing zu würgen.
Rani, trink! Oh nein! Ein Baum! Lippen! Ich liebe die ganze Welt! Ich liebe euch, Leute! Ich liebe diesen Tisch! Was ist denn mit dem los? Keine Ahnung. Jungs? Küsse? Eklig! Was? Du musst hart arbeiten, damit sich ein Junge in dich verliebt. Als erstes brauchst du den perfekten Stil. Ich habe meinen Stil für Zinn geändert. Ich bin ein richtiges E-Girl geworden. Nicht jeder mochte es. Aber jeder hat mich immerhin bemerkt. Ist alles okay? Rhonda, du hast mich sehr enttäuscht. Ich glaube, der Nasenring war zu viel. Lass mich in Ruhe, Nerd. Siehst du? Der richtige Look ist entscheidend. Jetzt kommt Schritt 2. Ihn eifersüchtig machen. Was? Küsst er eine andere? Nerd, komm her! Du wirst meine Rachewaffe sein. Zinn, der Make-up ist fertig. Danke, Mabel. Mabel, ich beobachte dich. Oh, Rhonda, wir werden ein tolles Paar sein. Ja, das war auch kein guter Plan. Und hier kommt der dritte Schritt. Denke an alle kleinen Details. Zinn liebt Snickers. Er könnte sie den ganzen Tag lang essen. Durch Snickers-Riegel kann ich besser denken. Also habe ich beschlossen, das auszunutzen. Oh. Zinn, hi! Ich sagte, hi! Darf ich? Klar. So viele Snickers. Wow. Und ich habe ein KitKat. Und dann haben wir zusammen an einem Chemieprojekt gearbeitet. Aber ich hatte keinen Bock, mit Zinn hinterherzulaufen. Also fing Zinn an, mir hinterherzulaufen. Warum kommst du jetzt erst an? Es reicht. Ich bin bewaffnet. Oh, das bedeutet Krieg. Das war ein Liebeskrieg. Wer wird gewinnen? Das will ich auch machen. Nimm das, Zinn. Nimm das, Rhonda. Mein explosives Gefühl. Autsch. Pass auf, Zinn. Oh, oh, bitte nicht. Laden und Feuer. Was ist hier los? Es reicht. Nachsitzen. Ich muss deinetwegen sauber machen. Ich muss auch sauber machen. Hey, Zinn. Oh, gut gezielt. Ich weiß, das war ein Happy End. Ah, ein Ungeheuer! Was ist? Oh, das ist Fluffy, mein alter Freund. Alice hat ihr Haustier mit in die Schule gebracht. Oh.
wie süß. Darf ich ihn streicheln? Oh. Die Königin ist da. Hey, klopf, klopf. Ich bekomme immer Aufmerksamkeit. Komm, Kleine. Wir zeigen Ihnen, wer hier die Coolste ist. Ah, eine Vogelspinne. Mag sie keiner? Seltsam. Hm? Meine süße Spinne. Wenn wir nicht im Mittelpunkt stehen, wer dann? Spinnen sind der beste Freund eines Mädchens. Sei vorsichtig mit meinem Smartphone. Ich habe den ganzen Sommer gearbeitet, um es kaufen zu können. Hier, sieh mal. Es war eine schreckliche Zeit. Ich wollte nicht, dass meine Freunde wissen, dass ich in einem Laden arbeite. Mein Ruf als coolstes Mädchen wäre in Gefahr gewesen. Ich war undercover auf Arbeit. Keiner sollte wissen, dass ich hier arbeite. Oh oh, da ist Zio. Ich muss unsichtbar werden. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Oh, ich brauche noch Saft. Ups. Sorry. Ich lass dich in Ruhe. Hilfe! Nächster. Oh nein. Rhonda, du bist es. Was machst du denn hier? Arbeiten? Hey, Sio. Weißt du, wer hier ist? Rhonda hat deinen Ferienjob in einem Supermarkt bekommen. Kannst du dir das vorstellen? Oh. Ja, sie arbeitet an der Kasse. Ja, lach nur. Mir doch egal. Mein Leben ist vorbei. Ich will mich auch nicht daran erinnern, dass ich hier war. Hey! Bin gleich wieder da. Sie hat mir nichts übrig gelassen. Sie ist so gierig. Hey, Leute. Hey. Ist die Pizza für mich? Danke. Hm? Hey, was ist denn? Ihr habt doch noch eine. Du fastest heute. Hier, sieh mal. Du hast ein paar Pfunde zugenommen, Specki. Wiederholungen. Verbrennt Kalorien. Eiscreme für meine kleine Schwester. Danke, Rhonda. Übrigens, dieses Eis hat mich an dieses eine Mal erinnert. Ich war auf dem Weg zum Fitnessstudio und aß Eis. Rhonda, ist das Eis? Nein, natürlich nicht. Oh, mein Eis ist jetzt im Becher. Und ich habe überall Eis im Gesicht. Oh, warte. Okay, hör zu. Also, damals habe ich mich für einen Schönheitswettbewerb vorbereitet. Wenn der Trainer herausgefunden hätte, dass ich ein Milchshake getrunken hatte, wäre das sehr peinlich gewesen. Rhonda, was ist in deinem Becher? Mein gesunder Bananensmoothie. Eine Banane. Banane. Hm. Und Erdbeeren. Erdbeeren? Okay. Und Mehl. Mehl? Sportmehl. Oh, du meinst Eiweißpulver. Klar. Eiweiß. Und mixen. Hier ist mein Smoothie. Tolles Rezept. Darf ich mal probieren? Klar. Klar.
Vielleicht nächstes Mal. Du siehst so schön aus auf diesem Bild. Oh ja, das war meine erste Misswahl. Das war eine tolle Zeit. Ich könnte nicht ohne meine süße Unterstützung auf die Bühne gehen. Aber das war nicht erlaubt. Wanda? Hast du etwas Verbotenes dabei? Lass das! Das Kleid war total teuer! Oh, das werde ich nie vergessen. Ups, mein Snickers hat mich im Stich gelassen. Oh mein Gott. Wie peinlich. Hey, Kleine. Wenn du fährst, schau nicht auf dein Smartphone. Ich fahre. Wanda hat schon immer die besten Partys geschmissen. Wenn ich groß bin, will ich auch so eine Partykönigin werden, wie meine große Schwester. So, wir sind da. Du musst zur Schule gehen. Krieg ich einen Kuss? Na gut. Viel Spaß. Hey, du hast dein Smartphone vergessen. Naja, egal. Mal sehen, wie das Leben meiner Schwester so ist. Was? Meine kleine Schwester hat ein besseres Leben als ich? Ich hatte keine Ahnung, dass sie ein Krokodil als Haustier hat. Und so viel Geld? Meine Schwester hat mehr erlebt als ich. Warum habe ich ihr das alles erzählt? Wie fandet ihr unsere Geschichte? Schreibt uns, ob ihr auch gerne eine große Schwester wie Wanda hättet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.